Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute mal ein Mock auf dem Waldplaneten Kashyyyk mit einer Base linken und einem Strand mit dem Pfad zur Base und dann noch ein bisschen Erde, wie halt es auf Kashyyyk ausschaut. Ich habe mir jetzt für richtig lange Zeit gegeben, also jetzt glaube ich schon 2 Tage baue ich jetzt schon dran, bin jetzt fertig geworden. Das ist das Ergebnis. Ich finde es eigentlich mega gut gelungen, aber mehr der rechte Teil als der linke Teil, weil Base, ihr wisst ja, wir sind nicht so gut in Base bauen, aber trotzdem fand ich diese Base schon etwas geil, weil es ein paar Funktionen hat, ein paar Sachen, wo man denken könnte, ja, das ist halt richtig gut gelungen. Und wir fangen gleich an mit der Story. Es spielt halt auf Planeten Kashyyyk, wo halt dann hier rechts ganzen Druiden angreifen, um die Base einzunehmen. Die hier am Strand versammelt sind und hier kommen die ganzen, ich kann mal hier rumgehen, kommen dann hier die ganzen, mach ich so, so. Dann kommen hier halt die ganzen Klone hergelaufen, wo dann hier dieser Strand anfängt. Hier ist dieses Wasser, wo ich mir gedacht habe, ja, es könnte doch ein bisschen, ich könnte mal etwas Neues ausprobieren. Habe ich einfach mal hier diese blauen Fliesen genommen, habe sie einfach mal drauf und das ist das Ergebnis, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Aber es kommt noch ein anderes Mock raus, wo ich dann noch etwas viel, viel geileres mache, was ich noch gar nicht gemacht habe, weil diese Art wollte ich mal ausprobieren und würde mir eigentlich so gut gelingen, weil das ist einfach, aber trotzdem schaut das eigentlich ziemlich krass aus. Also das ist das nächste, was ich dann bauen werde. Das kommt dann, keine Ahnung, in den nächsten 2 Tagen oder so, keine Ahnung, vielleicht auch nach diesem Mock mal schauen, wie ich das mache. Also hier seht ihr hier diese ganzen Super Battle Troys, normalen Druiden. Da hinten greift einer an. Da hinten. Ich kann noch mal mit der Kamera dahinter gehen. So. Aber jetzt bin ich stecken geblieben. Ja. Dann seht ihr 2 Bäume. Einmal etwas größerer. Ich kann mal hintergehen wieder. Rauszoomen. Also einmal so ein großer Baum, also etwas größerer Baum, einmal so ein kleinerer Baum, was eigentlich nicht so schlimm ist. Ja, ich habe mir hier so gedacht, mit den ganzen Details, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Wenn man hier rüber schaut, sieht man natürlich auch diese ganzen Details im Boden. Was eigentlich richtig geil ausschaut, wenn man von oben rein sieht. Jetzt schaut. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Weil dieses Mock war einfach viel Arbeit. Also wirklich viel Arbeit. Wo ich mir gedacht habe, ja, man kann mal wieder richtig viel Arbeit dazu nehmen. Und darum, ja. Dann kommen wir mal ein bisschen mehr zu der Base. Ihr seht es einmal hier. Dieser Weg. Das ist halt, wo, hier ist auch diese Stufe halt noch drinnen. Hier, diese Stufe. Was ich auch eigentlich ziemlich cool finde, dann hier diese Begrenzungen im Wald an der Sache. Hier. Und vielleicht kommen wir rein. Aber das Wesentliche ist ja auch dieser Weg hier, den ich auch eigentlich ziemlich cool fand, weil wenn man, muss ich irgendwie dieses Seil rüber bekommen, dieses, aber wenn man so schaut, schaut es ja eigentlich ziemlich cool aus. Jetzt gehen wir mal hoch, kann ich mal rauszoomen. So schaut es dann von oben aus. Was eigentlich so gut ausschaut, weil wenn man hier diesen
diesen Sandstrand anschaut, hier auch noch den Dark Ten, hier mit diesen Wellen, die auf den Sand einkommen, schaut das eigentlich alles richtig gut aus. Und dann auch dieser Weg hier rein. Schaut eigentlich richtig gut aus. Dann habe ich hier halt noch diese Pflanzen drauf gesetzt, wie in den letzten Mocs auch, weil das mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat. Ja, dann können wir mal zu der Base kommen, die halt hier hinten offen ist. Ihr seht ja schon mal ganz viel Dunkelrot, weil das ist eine Klonbase im dritten Teil. Wir fangen einfach mal mit Anfang an. Soll ich das jetzt machen? Hier einfach mal. Und dann hier so. Ihr seht ja den Eingang, der richtig gut ist. Mit den Lichtern hier unten, mit dem rot-grünen Licht. Dann da hinten mit dem Computer, damit die Tür aufgeht, damit man den Code eingeben muss. Dann kann ich ja einmal hier reingehen. So. Einmal. Ja. Da hinten sind auch noch so ein paar Computer. Es soll jetzt nicht alles zeigen, also mit, ja, warte, ich mach mal kurz einen Cut, damit ich eine bessere Sicht... So, jetzt kann man es besser sehen, jetzt sieht man aber meinen Schatten, darum gehe ich jetzt mal hier auf die Seite. Ihr seht einmal hier den Eingang, dann hier diese kleinen, also hier erstmal die ganzen Fliesen. Wenn ich jetzt mal die zwei Fahrzeuge wegnehme, seht ihr hier frei. Dann hier Lichter, hier diese Sachen halt, die kleinen Details, die sind halt dafür da, dass halt diese die Speeder hier andocken, können nicht mehr weiterfahren. Und dann sind sie hier fertig, dann können sie auch belichtet werden, alles drumherum. Und das war eigentlich auch eine gute Funktion, die ich dann gemacht habe. Ja, der fährt aber gerade raus. Ihr seht dann auch noch hier die ganzen Kisten, die jetzt leer sind. Hier die Waffen. Da hinten, zack, die Waffen. Ständer hier holt sich gerade so ein Klon, gerade sein Helm, will seine Waffen holen. Ja, dann wieder hier die ganzen Dunkelrot, weil alles hier dunkelrot ist. Das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Dunkelrot. Ich war ja letztens noch im Legoland, habe mir noch ein paar Dunkelrote gekauft. Also gekauft, nicht gekauft, sondern geholt. Ja, gekauft schon. Gekauft, dann habe ich mir halt noch so Kleinigkeiten wie diese Wasserdinger, die habe ich mir auch alle gekauft. Dann seht ihr einmal, ich fand das, mir ist es erst kürzlich aufgefallen, gerade eben vorhin, und zwar hier. Und zwar, wenn ich hier dran zoome jetzt, seht ihr diesen Schlauch, der da mitten in die Wand reinführt. Das schaut eigentlich ziemlich geil aus. Weil es dann so ausschaut, als würde er irgendwo anders dann hinführen. Vielleicht so in die Wand halt rein, irgendwo anders hin. Was ich eigentlich ziemlich geil finde. Dann. Die führen halt hier lang. So, dann hier hin. Muss ich da randisieren? Oh Gott, das geht nicht. Aber ihr seht so, und dann hört es irgendwann hier auf. So, jetzt dann hört es irgendwo genau hier auf. Hier hört es dann auf. Wie auf der anderen Seite hört es gleich dort auf. Dann habe ich einmal hier diese halbrunden Wände hingebaut, was ich dann viel schöner fand. Bei den Rohren habe ich mir dann gedacht, ja auch dunkelrot, dann habe ich die einfach alle dunkelrot hingebaut. An den Seiten, der Fehler war hier, dass da kein Platz mehr war. Und dann habe ich einfach hier diese Rillinge hingetan und auf der anderen Seite diese Fliesen, die dann hochgehen sozusagen. Hier in der Mitte habe ich dann nochmal so ein dunkelrotes hingemacht, dass alles verschönert ist halt. Von vorne schaut eigentlich die Base richtig langweilig aus, weil so an sich, naja, ja, geht so. Aber an sich fand ich schon die Base ziemlich cool, weil die ganzen
Kleinigkeiten, die dazugehören, gehören ja eigentlich auch zu einer Base. Also, jetzt ist nicht wieder so klasse, aber trotzdem schon so gut, wie ich finde selber. Meine eigene Meinung ist eigentlich ziemlich gut. Ihr seht dann da hinten noch, kommt noch ein kleiner Überblick hier, die ganzen kleinen Sachen. Wie die Erde insgesamt sind auf zwei Sachen. Also in der Mitte ist halt dieser Weg, damit man hier hinkommt. Das Schönste eigentlich am Mock fand ich ja erstmal dieser vordere Teil, weil dieser vordere Teil eigentlich mir am besten gefallen hat. Das war das erste, was ich gebaut habe überhaupt. Erstmal habe ich mir, das war am Abend, glaube ich, so, keine Ahnung, hatte ich irgendwie Lust, irgendwas ganz Spezielles zu bauen, weil ich habe dieses mit dem Wasser schon mal gesehen. Irgendwo bei Mocks. Und da habe ich mir gedacht, okay, das mache ich danach. Und ja, jetzt bin ich abgerutscht von der Ding. Mache ich mal nach und dann habe ich den mal nachgebaut. Kam das raus, dann habe ich mir halt noch diese kleinen Wellen dazu getan, die dann über das Wasser gehen. Hier sehen könnt. So. Hier, da, da, da. Halt kleine Details, die dann alles machen. Dann habe ich einmal noch diese olivengrünen Pflanzen hingetan, die ich mir dann auch noch im Legoland gekauft habe. Könnt ihr mal vorbeischauen im Legoland? Gibt es auch tolle Sachen. Eigentlich hatte ich ja vor, einen Scarif-Mock wieder zu bauen, aber ich habe da im Legoland leider nicht diese Palmenblätter gefunden, weil das war das. Das brauche ich unbedingt noch. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wo ihr diese Palmenblätter gefunden habt. Irgendeiner Seite, wo man bestellen kann, könnt ihr es gerne verlinken in den Kommentaren. Das wäre sehr nett von euch. Und ja, sonst, das wäre es jetzt eigentlich mit meinem Mock gewesen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen netten Kommentar da. Hoffentlich auch ein Like. Nur wenn ihr wollt. Mein Like zeigt mir dann auch, ob es euch richtig gut gefallen hat. Und Kommentare mache ich ja immer. Auf Kommentare antworte ich immer. Natürlich, ihr könnt mir wieder Ideen schreiben, was als nächstes Mock kommt. Ich habe letztens noch einen Kommentar bekommen auf Umbaran. Hab ich doch schon gemacht. Also da war ich doch noch nicht so gut da drin. Also mussten wir. Ja, mal schauen mit den ganzen Teilen. Also, ja, das war's jetzt. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei, auf unserem Zweitkanal Juju Sings. Instagram Meister Juju und Juju Sings natürlich. Ja, sonst war's alles. Wenn ihr irgendwas noch wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal und es kommt das nächste Mock noch aus. Also dann, ciao und bis zum nächsten Mal.